Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Wir spielen wieder Valheim und ich muss euch was sagen. Ich bin ja in der letzten Folge gestorben. Offscreen bin ich auch noch zweimal gestorben und zwar im Wasser. Ich habe Darko seinen Schlüssel aber mit eingepackt, bevor ich das erste und zweite Mal im Wasser gestorben bin. Hatte Sachen für ein Portal dabei. Und wenn wir jetzt mal ins Inventar gucken, die Sachen haben sich einfach verdreifacht durch das Wassergraben. Und ja, es ist auf jeden Fall ein wunderschöner Bug. Wir werden die Sachen aber auch nutzen, bin ich ganz ehrlich, weil warum sollten wir sie verschwenden? Vor allem die Schlüssel. Die anderen Sachen haben wir eigentlich en masse. Und also die Schlüssel werden wir auf jeden Fall nutzen, mit den anderen Sachen keine Ahnung. Ja, nur dass ihr Bescheid wisst, wie man Sachen dupliziert in Valheim. So, dann setze ich jetzt hier einen kurzen Cut, bis wir wieder an meinem Grab sind und bis gleich. Toll, fängt schon wieder an mit den Blutviechern. Naja, aber die machen nichts. Ja, die gehen ja noch. Also die machen überhaupt nichts an Bord. Nur die Bogenschießtyps ist dann fast das Boot kaputt gemacht. Wenn wir Glück haben, sind die jetzt sogar weg. Ich sehe schon an. Boah, das ist das denn so. Ich sehe gerade gar nichts. Weil die Sonne so grell scheint hier drinnen. Kreis ich gerade nach rechts. Wo war... Da war aber nichts. Hä? Du schießt schon wer. Die sind im Wasser! Hä? Ich fahr mal extra an die Insel da weiter hinten raus. Vor uns sind aber auch zwei. Kann es sein, dass hier vielleicht so ein Unterwasser-Ding ist, was wir brauchen für das Eisen? Ne? Und dass die da rausschießt. Du bist auf dem Ozean. Oh. Naja, diese Unterwasser-Krypten. Sind die unter Wasser? Stand zumindest so im Internet. Dass die vielleicht da rausschießt oder. Aber die Skelette können doch nicht unter Wasser. Das geht doch nicht. Dann parke ich auf der anderen Seite der Insel. Vielleicht ist das besser. Wenn mich der Bogentyp sie in Ruhe lässt. Ah, hat sogar nicht mal einen Bogen. Oh, ich scheiße. Ich bin nass. Ich bin überladen. Du musst dich mal ganz kurz um die Viecher kümmern. Sonst bin ich gleich wieder down. Die Drowks, die schwimmen. Ich hab keine Ausdauer. Leck mich doch am Arsch, du verkackter Drecksumpf. Ich bin schon wieder tot. Und ich hab keine Ausdauer. Fuck. Alter, das kann doch. Jetzt hab ich doch zwei Gräber. Wow. Kann nichts machen. Bin auch gleich tot. Alter, das kann doch nicht wahr sein. Ich bin tot. Und wetten wir, das Boot ist auch kaputt, weil die da jetzt sind. Ich gucke gerade, haben wir noch einen Hammer hier? Ich habe versucht, die vom Boot wegzulocken, aber ich glaube nicht, dass es geklappt hat. Ne, wir haben keinen Hammer mehr hier. Brauche ich noch zwei Steine. Für das Boot brauchen wir
sind diese überkrass? Wo ist es denn? Da. 30 Edelholz, 10 Hirschfell, Harz und 80 Nägel. Wir haben 17 Nägel. Die 30 Holz kriegt man easy, die Hammer. Das ist ein bisschen was. 10 Hirschfell. Und irgendwas mit Harz braucht man noch. Reichen 20? Ich nehme mal 50. Wir müssen generell unsere Strategien, wie wir das angehen, anders machen. Was ist wirklich, wenn ich... Da war ja noch hinter so eine kleine Insel, wenn man wirklich dort versucht zu parken, weil da war ja eigentlich kein Mob. Müssen mal gucken. Bloß wir der Weg dahin ist. Na, das soll nicht das Problem sein, wenn wir genügend Ausdauerzeug haben, aber. Ja, was müssen wir jetzt unser Zeug wieder kriegen und überleben. Zudem, ich bin, glaube ich, im Wasser gestorben. Das? Du hast angefangen am Tisch was zu machen, da hat er meine Arbeit abgebrochen. Okay. Entschuldigung. LOL. Oh, neues Boot ist vorhanden. Kurz das restliche Zeug wegmachen und dann kann man losschippern. Das da rein, Nägel da rein, das da rein und das da rein. Gut, dann setze ich hier wieder einen kurzen Cut, bis wir da sind. Bis jetzt herrscht noch Ruhe. Ich werde auch ehrlich gesagt erstmal auf dem Boot bleiben. Also wenn das andere kaputt ist, dann das schaue ich jetzt erst. Willst du hier gleich runterspringen? Ich sehe da einen Grab. Ist das meins oder deins? Ich glaube, das an Land ist meins und dann ist noch eins im Wasser meins. Also wir haben... Oh, pass auf, zu der rechten, zur rechten! Bogenschützen! Boot ist weg. Scheiße. Och, da ist so ein... Ich drehe hier meine Runde. Oh, das ist ein Bogenschütze, scheiße. Och, hier sind zwei davon. Das eine im Wasser ist deins, das andere ist meins. Also du kommst auch von Land ran. Ich versuch die mal wegzulocken. Keine Sorge, ich park hier. Nee, ich versuch die... Ach du Scheiße, trotzdem mal wegzulocken, dass du da ran kannst. Dein Grab holen, weil sonst gehen die auf dich. Ach so, ja. Ich meine jetzt gerade einfach nur erstmal wegen dem Boot. Also bis jetzt sind sie alle auf mich fixiert. Autsch. Das sind aber doch zwei Gräber. Eins ist deins, eins ist meins, da steht der Name dran. Ich hoffe, dass ich an meins komme, weil meins ist mit Sicherheit das Weitere. Nein. Deins ist das, was... Autsch. LOL, ich hing am Baum fest! Ich hab die Schnauze jetzt echt gestrichen voll! Das kann doch nicht wahr sein! Das vierte oder fünfte Mal nur in dieser scheiß Sumpfecke! Die Frage, soll ich jetzt mein Zeug holen oder soll ich dich holen? Versuch's zu holen, dass du wenigstens deins safe hast. Aber, da hab ich hier viele Blutegel. Alter, das kann doch nicht wahr sein! Ich baue jetzt auf jeden Fall hier schon mal ein Portal hin. Ja, nee, also
Ich verliere gerade die Lust an dem Spiel, das kann doch nicht sein. Wenn die Tipsys denn weit gehen. Oh, ne, die sind überhaupt nicht weg. Kommen die auch immer an meinen Sack. Hey, ich krieg das Kotzen gerade. Ne, vergesst das, da komme ich nicht an. Da sind übrigens jetzt drei von denen. Ich setz jetzt einfach mal hier ein Portal hin an den Baum bei uns. Mit der Kennung 99. Das ist dann das, was wir im Dings bauen. Im Sumpf. Okay. Können wir die Sache jetzt erstmal logisch angehen, dass du Zeug für eine Werkbank mitbringst, welches wir am Dorf aufbauen, dass wir auf jeden Fall unser, das Boot immer wieder reparieren können. Nach jedem Versuch. Und nicht erst, wenn wir im Sumpf unser Portal stehen haben, sondern gleich schon vorher in diesem Dorf, weil mir wird das ehrlich gesagt zu riskant. Und ich habe keinen Bock, nochmal ein Boot zu bauen. Naja, noch jetzt kann man nicht bauen auf die Schnelle. Darum lieber auf Nummer sicher gehen. Aber ich wurde nicht mehr auf dem Rückweg angeschossen. Holz habe ich dabei für eine Werkbank. Aber wir haben doch beim ja, hab ich auch. Wir haben ja beim Sumpfportal eine Werkbank. Ja, die Frage, will ich bis da hinten hinfahren? Hm, nee, glaube ich nicht. Dann muss ich jetzt zum Dunkelwald. Und dann. Jo. Ein bisschen rennen. Warte mal, ich gehe noch mal ganz kurz zurück. Du kannst ja schon mal da anfahren, wo das Dorf ist. Oder war. Ja, ich bin immer noch im Sumpf. Denn wir haben ja hier noch einen Bogen. Ein Level 3er Bogen. 51 Pfeile. Das packe ich jetzt einfach mal mit ein. Alter, das ist echt eine Chaotenaufnahme heute hier. Das ist doch. Kann doch nicht sein. Weißt du, vorne bei dem Stück Sumpf, da laufen wir durch und klatschen jedes Vieh. Und weiter drin im Sumpf sind wir nur am Ablusen. Obwohl, wir haben am Anfang auch alles relativ leicht geklatscht, aber wir müssen halt irgendwie. Funktioniert halt alles nur mit unserem Zeug und daran müssen wir erstmal rankommen wieder. Ja. Weil ich muss das Board reparieren, also ich habe zweimal, dreimal Schaden bekommen. Ich habe nämlich keinen Bock, alles neu herzustellen, das ist. Ja. Nee. Und vor allem, wir müssen an die Schlüssel kommen. Das auf jeden Fall. Obwohl, ehrlich gesagt, ich mache lieber zweimal diesen Boss, als im Sumpf zu sein. Dann mach doch mal im Solo den Boss. Aber wir müssen halt in den Sumpf rein wegen der den Dungeons. Ja, das geht ja nie anders. Und ich will Eisen haben. Schon wieder Damage von irgendwas. Oh. Ich muss nur aufpassen. Irgendwo war hier der Troll. Ein bisschen weiter vom Ufer weg, falls Grauzwerge nerven. Oh, ich sehe den Troll. Und er sieht mich. Bitte nicht verrückt. Und die Grauzwerge sehen mich auch. Hab dich ausgetrickst, du Arsch. Ach Gott, die Grauzeuge sind ja wieder so schnell unterwegs.
Oh, Blaubeeren. Gib Gummi, gib Gummi, gib Gummi. Wenn man vergisst, auf Dingsbums zu klicken. Und jetzt noch eine Wildsau hinter mir her, ernsthaft. Oh, komm schon, du Potsau, lass mich doch in Ruhe. Nicht einfach Geld mit der Faust. Warte mal. Oh, sie ist weg. Ich kann Blaubeeren fressen. Ich weiß nicht warum, aber wenn ich Blaubeeren im Dunkelwald sehe und von einem Riesenviech verfolgt werde und keine Waffe habe, ich flüchte trotzdem. ich bin gleich da. Nicht, du wirst schon eine Menge verfolgt. Ja, von einer Nixe aktuell, von zwei Nixen. Ach Mann! Du bist zu weit gefahren. Nein, ich hab meine Dosen im Hintergrund. Die liegen jetzt überall auf dem Boden. So, die Nixen sind down. Dann baue schon mal deine Reparaturstation auf. Steht. Und wo soll ich hin? Na, hier, wo ich stehe. Dahin. Ah, hier ist ein Blutekel im Wasser. Warte. Oh, sie versucht ganz gut. Autsch. Alter. Warte mal, warte. Ja. Ey. Kannst du das Portal setzen können? Das Portal wollte ich weiter am Sumpf setzen. Ich habe bei uns in der Base nur eins gesetzt. Ach so. Der Weg ist ja nicht das Problem, du kannst aber mal das Grab looten, ne? Da ist nur. Na, mein und Grab. Wie? Da ist ja immer noch dein Viech. Ja, dreh das Boot ein Stück und dann loot es. Hab's. Ist ja nicht viel drin, da hast du gleich mal was zu futtern an Abwechslung, ein Hammer, falls das Boot wieder Schaden kriegen sollte. Und Pfeil und Bogen. Ach, geil, stimmt. Ich bin schon wieder auf dem Weg. Ich setz hier mal ganz kurz einen Cut. Stehen, bleib stehen, versuch stehen zu bleiben. Und jetzt versuch den mal abzuschießen. Weil wenn der weg ist. Oh fuck. Braucht er noch? Ich bin tot. Scheiße. Das ist übrigens ein Rotauge. Also hat über einen Stern. LOL! Hier ist ein Geist! Was? Da kam ein Geist! Der ist direkt am Boot und der greift das Boot an. Du bist tot, oder wie? Ja.
Ich wollte mit dem Boot zurückfahren, dass der nicht auf das Boot schießen tut. Gott. Haben wir genug Zeug, dass wir eine Person ausrüsten können, die da alles wegrotzt? Also, hier ist Lederzeug drinne. Hier ist. Level 3er Bronzerüstung. Ganz overpowered equipped, ob wir das hinbekommen. Glaube ich nicht. Wir haben über 60. Also, komplett gelevelte Bronzerüstung kriegst du nicht hin. Da würde ich eher auf eine Schleichrüstung gehen und dann dort rumschleichen, um an die Gräber zu kommen. Das ist aber nicht meine Picke, die hier drinnen liegt, die Bronze-Picke. Die ist nur Level 2. Nee, ich will meine. Nee, du gibst mir meine Level 3er. Ja, die habe ich mit gehabt. Arsch. Warum? Weil sowas nimmt man doch nicht mit. Ich habe einmal Werkzeug immer mit. Oh, sowas lässt man zu Hause, Darko. Ja gut, ich werde kurz die Folge jetzt hier beenden, weil noch einen Cut setzen werde ich nicht. So, ihr habt es gesehen, wir haben total abgelost in dieser Folge. Wir werden jetzt offscreen versuchen, an unser Zeug zu kommen, weil das wird sich noch um Jahre hinziehen. Wenn wir unser Zeug wieder haben, werde ich auf jeden Fall eine Aufnahme wieder starten, denn wir wollen die Dungeons erledigen, wir wollen auf jeden Fall den Geist erledigen. Und wenn euch die Ablust-Folge bis hierhin gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, lasst Kommentare da und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, bleibt gespannt, genießt den Tag und bye bye.